Ich hoffe, ihr habt eure Taschentücher nicht weggepackt. Hier sind wir wieder bei Life is Strange 2. Hallo und herzlich willkommen an alle Zuschauer hier auf unserem kleinen Spielchen Gaming Kanal. Ja, die erste Folge war schon sehr emotional. Emotionaler, als ich befürchtet habe, um ehrlich zu sein. Deswegen habe ich ein bisschen Angst weiterzuspielen, denn meine Befürchtung ist, dass es nur noch viel schlimmer wird. Und das verkrafte ich emotional einfach nicht. Es war mir letztes Mal am Ende schon ein bisschen zum Weinen zumute. Aber wir sind zusammen hier, wir sind stark. Ihr habt die Taschentücher am Start. Niemals verlegen, bitte. Und dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Geht ja wieder irgendetwas Übernatürliches an. Also, das ist ja nicht normal, was da passiert ist. Ja, es war sowieso schon mal super scheiße, dass es überhaupt passiert ist. Wir haben mittlerweile also Mom und Dad verloren und unser Dad war ein total sweeter, sympathischer Mann, der es absolut nicht verdient hat und es war eine total bescheuerte Situation. Wir haben uns dann mit irgend so einem blöden No, man. Trump-Follower We can't gestritten. stop here. We gotta keep going. Ich No wollte nur meinen pouting, kleinen okay? Bruder verteidigen. Come on. But, my feet really hurt. These shoes suck. And we've been walking for 4 days. What? Only two. Don't even try that shit. And my back hurts from sleeping under that stupid bridge. Yeah, so does mine. I was there too. Just knock it off. I hate it when you act like this. Hey. Das ist für uns beide natürlich alles andere als einfach. This is how people camp in the woods. It's not like being in a home or in your room. This is a real adventure, right? So, come on. Let's hit the trail. Seriously. Komm, Daniel, mach's doch nicht noch schwerer. Oh Gott. Where's Dad? Daniel, come on. We gotta go. Why isn't Dad with us, Sean? Doesn't he want to go camping too? Yes, but I told you that he can't. I told you. Okay? Okay. But I am so sick of walking. I just wish I was back in my room. I know. I know. Hey, at least we don't have to go to school on Monday, right? Yeah. Look, everybody's gonna be so stoked when they find out how far you walked. Really? Really? I bet Dad would be too. Do you think yeah. we walked, like, maybe 100 miles? Probably 200. Feels like it. Ooh, awesome possum. But next time, Dad better get me a good pair of shoes, like yours. Dude, Bigfoot doesn't need good shoes. I'd rather be a wolf. Ow! We could be wolves. Yeah. Yeah, that works. Just work on that howl. Hey, you know what? Let's see if you can walk the whole way without complaining once, huh? Like, you don't whine too? I don't whine. I tag your ass and run. You're it. No way. Not fair. Whatever. Okay. I'm a zombie, and I'm gonna eat you. Blah! Er macht das gut. Wow. Die Frage ist, wo laufen wir hin? Was ist so... Achso, das ist die Maske. Ich dachte gerade schon, oh shit. Ein Zombie. Die Frage ist, wo laufen wir hin? Was ist unser Plan? Anscheinend haben wir jetzt alles verloren. Warum, weiß ich nicht so genau. Thank you.
nicht genug Verpflegung, um mehrere Tage hier unterwegs zu sein. Das ist nicht fair, was da passiert. Das ist wirklich alles andere als fair. Wir laufen ganz schön lange. John, look. What's that sign? Ich hoffe, irgendwas Gutes. Trout Spring Trail. Niskali. Are we there yet? River. Dude, stop. You know what? You're not allowed to say that. Ever again. Yes, sir. Aber wo wollen wir denn hin? Was ist denn der Plan? Er muss doch irgendeinen Plan haben, oder? Listen, this looks like a perfect place to camp out. I bet we're not the first people to stay the night. It's creepy. Oh nein. There's nobody out here. We didn't even see any cars. We're gonna camp here. I'll look out for you. Oh nein, bitte tut mir das nicht an. Es ist spät nachts, während ich das hier aufnehme. Ich kann jetzt nicht so eine Gruselshow hier machen. Wie gesagt, die Leute, die den Life is Strange 1 Livestream, besonders die letzte Episode mit mir zusammen verfolgt haben, die wissen, dass ich unglaublich leicht zu erschrecken bin, unglaublich schnell Angst habe, eigentlich sowieso in konstanter Angst in meinem Leben lebe und deswegen absolut, oh, das ist nicht gut, absolut keine Horrorsachen machen kann. It's so dirty. Ja, wahrscheinlich, weil es alt ist und weil irgendwelche toten Menschen hier sind. A car out here? I see something. Hope the driver isn't around watching us. What is that? What do you find? Check it out. There's a chunky Choco Crisp ball on the dashboard. Yeah, I see it. You know I love Choco Crisp bars. I haven't had one. Ja, aber die ist bestimmt sehr alt. Yeah, right. More like 2 days ago. Come on. Can we please, please, please get one when we stop next, please? Ja, aber nicht diese da. Ja. I promise. Yeah. And you can wash it down with a frosty root beer later, okay? But I'm starving. Just don't eat me. Okay, hier ist auch eine Hütte und überhaupt sind hier viele Sachen. Und hier steht bestimmt vermisst, gruseliger Killer. I'm so Trail damage. Due to recent weather, trails have been blocked. Und Bären. I don't know, I guess they missed that car. What if the owners come after us? And they're hunters. You're too little to hunt. We're cool. There must have been a big ass storm. Ooh, landslide. Doesn't sound good. Ooh, there's a river nearby. A river? Are we gonna go swimming? No, duh. It's way too cold for your skinny butt. Okay. Ein totes Tier. Oh je, das sind alles schlechte Zeichen. Können wir bitte weiterlaufen? Es wird doch irgendwo eine Tankstelle oder irgendwas geben, wo Menschen sind. Like I needed to see that. Ja. Sean, look. Was? Ja, ich weiß. Roadkill. Ich muss ja nicht nochmal drüber reden jetzt, oder? How? Don't get lost. In this shithole. Call 555, find me for park rescue. Ja, das wäre doch gut, wenn man die anrufen könnte. Wegmarkierung. I wonder what that... Daniel, check out this mark on the tree. What is that? Graffiti? Not exactly.
It's called a trailblaze, and people used to put them up to give directions. Like GPS? Yeah, sure. Just slightly more ancient. Awesome! Let's follow it. Not so sure. If only Dad was here. Come on, Daniel. The sun is going down. Können wir nicht an der Straße campen? Müssen wir in den Wald reinlaufen? Oh mein Gott, ich bereue es so sehr. Hygienehinweis. People don't even read the signs. Diese Toilette ist keine Jauchegrube. Werfen Sie keinen Müll, Flaschen, Tabak oder Windeln hinein. Bitte respektieren Sie den Park und hinterlassen Sie alles sauber. Vielen Dank. Ja, okay. Toilette. Okay, dude. You have to use the bathroom? No. It smells real bad. No shit. Seriously? You better go now. I don't have to go. Jeez. Can I just pee on a tree? Die ist sicherer. Ja, das ist gut. As long as you don't mind the poison ivy on your balls. Well, maybe I'll go. But don't let me get stuck in there. Don't worry. I'll call the forest plumbers if you fall in. Gross? These are worse than the ones at school. Oh, das will was heißen. Especially after you use it. Sean? Yeah? Look how big these trees are. That's only because they need the sun. Mm-hmm. Besides, they'll protect us from the rain. What if they don't? What if they... Dann haben wir ein Problem. Attack us. Oh Gott, hör bitte auf, mir noch mehr Angst zu machen. Es ist nicht wie Herr der Ringe. So I'm like Frodo? Ja, ja. And you're Sam? Well, genau so. I was thinking more like Aragorn. You know, brave, strong, good looking. No way, Jose. You're Sam. Sam. Dad always knew exactly where and to go. We have to find a secret cave. He was a living compass. Okay, okay. Sam, I am. After you, Master Daniel. Where are we going? Man, what are we doing out here? Ich weiß auch nicht. The river must be a bit further. Ach, wir wollen zum River. Whoa. That place is huge. Yeah, it's kind of cool. Ich würde halt gerne wissen, was mein... Daniel understands what's going on. Ultimativer Plan ist, ich muss doch irgendeine Idee haben, wo ich hin will, weil warum renne ich denn hier? Die Wahrheit. Was ist denn die Wahrheit? I bet nobody knows what they mean anymore. It tells us to go straight. Oh, yeah. I get it. Waschbär. Waschbär ist doch lieb, oder? Daniel, come check this out. What? What? Be quiet. He'll take off. Ooh, raccoon. Yeah, huge. He's so cute. Yeah. That raccoon will tear us apart. Let's go, bro. Here, kitty, kitty. Das ist kein Miezekätzchen, das ist ein Waschbär. Aw, that raccoon must be starving. Raccoons are way smarter than us. He'll find more food. What if this raccoon is related to the... one on the road? Hey, don't think about stuff like that. Maybe they were brothers. Like us. Rede bitte nicht über so viele negative Dinge die ganze Zeit. These when I was 8. Stop. They're just raccoons. Ooh, I bet the ants are out here. I don't think ants can move those rocks. Oh, Vorsicht, ich glaube hier. The ants, not ants. From Lord of the Rings. I do not want to get stuck out here. Ja, das ist gefährlich. Gotta find a campsite. Okay. Das heißt, wir gehen lieber wieder ein Stück zurück, weil hier ist irgendwie risky und wir wollen auf keinen Fall riskieren, dass wir hier irgendwo runterfallen mit dem kleinen Jungen dabei. Oh, Sean, look, look. Was denn? I discovered a secret path. Coming. Secret Path ist nicht gut. Ich wäre lieber auf einem sehr öffentlichen Platz, den alle Leute kennen.
wo viele Menschen sind. That's one big tree. Kommst du darüber, kleiner Mann? Ich meine, wer kommt auf die Idee, in dieser Situation, in der wir uns befinden, wir haben kein Geld, wir haben... Du kommst nicht rüber, oder? Schaffst du es? Oh. Sorry, ich wollte helfen. Ich hatte nur noch keine Zeit. Oh, man. You okay? No. I don't like this place. I don't want to stay here. I know, Daniel. Ich auch nicht, ich auch nicht. Get it. Also, ich meine, was da passiert ist, ist irgendwie absurd. Aber wir können ja nichts dafür. Es war irgendwie eine komplett übernatürliche, verrückte Situation. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, außer dass irgendwie unser Haus anscheinend explodiert ist komplett. Hey, Daniel, you hear that? Und alle sind gestorben und ich dachte erst... Oh yeah, they're everywhere out here. At least they have a home. Ich dachte erst, irgendwas ist passiert, was damit unseren Dad gerettet hat, aber der war ja dann trotzdem tot. Also habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden, wer von dieser komischen Explosion da profitiert haben soll. Und ich verstehe nicht, warum unsere Reaktion ist, jetzt straight up zu sagen, okay, wir hauen jetzt ab und wir verstecken uns hier im Wald. Oh Gott. Entschuldigung, ich bin wirklich, wirklich kein guter Mensch. Hier. Come on. I got you. Ich lauf einfach weiter und erzähle. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so eine kluge Idee ist, ohne Geld oder irgendwas hier irgendwie hier durch die Gegend zu rennen. Warum habe ich denn nicht einfach Hilfe geholt? You see that? Looks like a clicker. Creepy. What the hell is that? Sieht wirklich creepy aus. Class. Stop it. Und ich meine, auch wenn ich vielleicht mich jetzt nicht traue, zur Polizei zu gehen, weil das war irgendwie echt eine verrückte Situation. Oh Gott, hör bitte auf, don't! Dude, you struck out. Oh Gott. That did not scare me. Liar, liar! I saw your face! That was, surprise. Maybe you scared me for like, one second. I got you, I eat you. Don't mess with the zombie. Also ich meine, ich habe eine beste Freundin. Laila und ich scheinen unglaublich gut befreundet zu sein und uns sehr, sehr gut zu verstehen. Und sie mag sogar meinen kleinen Bruder irgendwie sehr gerne. Okay. Warum habe ich sie nicht sofort angerufen und gesagt, ey, da ist irgendwie was komplett Abgefahrenes passiert. Kann ich mal bei dir schlafen, bitte? Weil ich habe ein Problem. Warum renne ich durch den Wald? Looks like a cave. Kind of spooky. Okay, dann müssen wir da nicht unbedingt rein, oder? Actually, it's kind of perfect. For what? For us, man. We're gonna stay in there? I don't know. Come on, Daniel. Look, this could be our secret base. I bet we could stop any orcs from capturing us in here. Cool. In that case, we definitely need to get a fire going first, right? Right! Yes! So what do we need? Du beschützt das Lager. Zeit für ein Feuer. Du beschützt das Lager. Ich gehe das holen. I need you to build a fort to keep out orcs, trolls, everything. And I'll take care of finding the wood. Deal? Yes! I can build traps too. Nothing will get to us. Awesome, dude. I know. Let's unpack. Finally. Coming. Let's see. Here's a good spot. Okay. Oh, das machst du schön. Sehr gut. Schön so ein Zäunchen, finde ich super.
One step here, and wham. Und so sehen wir immer, was er macht. Holzscheit. Das können wir gut gebrauchen. This is gonna be 100%. Now this is perfect. So ein Holzscheit. Kann ich den jetzt hier oben irgendwie ablegen? Oder habe ich den jetzt im Inventar? Oh, was? We can yell as much as we want. Ja, aber muss nicht. Was ist hier? Perfect. You're gonna die here. Oh mein Gott! Ich sag's euch. Hier, guck. Wenn sowas irgendwo steht, dann sollte man einfach sich denken, alles klar, wir gehen. Was müsst ihr denn machen? This is the best way to protect the base. Okay. Yo, what are you doing? Trying to move this branch to protect the base. Good call. Here, let me take this side. You got it? We'll see. Go ahead and push. Ich würde ja mehr rollen statt schieben, persönlich. We did it. Nothing can get in here now. Damn right. Sehr gut hast du das gemacht. Cool. I'll go check the river. Ja, schön vorsichtig, nicht irgendwo runterfallen, ne? Was ist hier? Schnitzerei? Oh oh. 1986? For our beloved friend, Linda King. Okay. Was ist hier? Ein Polaroid. Hope they had a better time than us. Fish, fish. Come out, fish, fish. Feels good to focus on something after all that shit. I should take a good look at the subject before drawing. Gotcha! No, I don't. Stop moving so much. Cool. I think I'm ready to draw this. Mr. Fish. Was passiert? Was hast du getan? Daniel? 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 Okay, da ist er. Ich guck mal lieber kurz nach Daniel, bevor der mir hier ins Wasser fällt, was ich gerade befürchtet habe. Not like that. Daniel! Alles gut? Du willst irgendwas... Ach, du willst so steil... Das kann ich auch nicht. Da kann ich dir leider nicht helfen. Es tut mir leid. Kann ich nicht. Dude. So sieht das ungefähr bei mir dann auch aus. Boulder, not a rock. Here, you need a flat rock. Hold it like this. Look at my hand. Boom. Okay, I did it. My turn. Hold it with your thumb and finger. And spin your wrist when you throw. Versuch's nochmal. Komm, das schaffen wir. Not bad. Give it another try. Nein! Oh, du gibst dir keine Mühe. Try again. You've almost got it. Naja, das war jetzt eher wieder so... Versuch's nochmal. You're getting into the zone. Don't give up now. Jawohl! Siehst du? Did you see? Oh yeah. That was awesome. I think you're ready for the Olympic stone skipping team. He thinks we're just going on a trip. Da hängt ein BH. Möchtest du das nicht kommentieren? Okay. Ja, die Frage ist, wir müssen es ihm ja irgendwann sagen. Wir können ihn doch nicht dauerhaft anlügen, was das angeht. Ich meine, klar, ist noch ein kleines Kind, aber ich finde es auch irgendwie falsch, ihm vorzumachen, dass... Wo ist er denn jetzt eigentlich? Da unten. Kratzer? Oh, oh. Shit, those are bear claws. Ja... I'm not gonna tell Daniel. Nee, aber wir sollten vielleicht trotzdem irgendwas dagegen tun. Vielleicht das Feuer schon mal anmachen, damit der Bär nicht kommt. Oder so. Was machst du hier?
Verbündeten spielen oder Gegner spielen? Okay, wir sind Verbündete. Wir sind immer ein Team. Ein Team. Who are you? Who are we fighting? Orcs and goblins trapped us down. Watch out! They can't beat our fellowship. They're down. None shall pass. We are awesome. Damn right. Thanks for having my back. Oh nein, das wird immer schlimmer. Jetzt ist auch noch ein Spinnennetz hier. That is a big web. Nur positiv. Wir sind der beste große Bruder, der wir sein können. Good. I remember when you pushed me into that web. Oh. Hey, that was a long time ago. You got me back, right? Yeah, well, you screamed when you saw that plastic spider. So funny. Yeah, ha ha. It's beautiful. Pretty amazing, huh? See? It's not so bad here in the forest. Hey, look at those clouds. What do they look like to you? I don't know. Cotton candy? That's it? Cotton candy? I don't know. What do you see? Unsere Babysitter. Ein Drachen, natürlich. Einen gefährlichen Drachen. A dragon. What? Where? Okay. There's the tail. And the horns. And the fangs. And the smoke coming out of its mouth. Oh, I see it. It's awesome. Das wäre sehr cool. Ooh, I see something else. There's a giant douchebag. Oh yeah? Where? Right here. Ich wusste. Right here, huh? Let's go eat something. Ich entschuldige mich für die vorherigen Nachrichten. Jean hat mir erzählt, was passiert ist, und es tut mir sehr leid, von deinem Verlust zu hören. Wir alle denken an dich und hoffen, dass du dich bei der Polizei von Seattle meldest, um die Angelegenheit aufzuklären. Du und dein Bruder müsst hier sein, damit wir euch helfen können. Bitte kontaktiere mich. Ja, das ist nämlich, was ich mich so frage. Ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die mir helfen würden. Gehst du auf die Party? Wir sehen dich später. Wie sieht's aus, Jean? Ich wollte nur sehen, ob du noch kommst. Oh, sie hat wirklich Interesse. Das hätte eine schöne Nacht werden können. Noch nicht so betrunken, also komm her zum Feiern. Schon, ich habe gehört, bei dir zu Hause etwas passiert. Bitte ruf Laila an, wir sind für dich da. Schon, ich wünschte, ich könnte mit dir reden, aber meine Eltern sagen, das kann ich aus rechtlichen Gründen nicht. Wir dürfen nicht involviert sein. Okay, also, na, da gibt es halt auch Leute, die wahrscheinlich mir jetzt unterstellen, dass wir da irgendwie so einen Rassenkrieg quasi angezettelt haben und uns da mit der Polizei angelegt haben. Aber warum schreibst du Jen denn nicht mal zurück? Unbekannt. Officer Tanaka von der Polizei ist Süd-Seattle. Wir müssen umgehen mit ihnen reden über den Vorfall mit ihrem Vater. Die beste Art, mit dieser Situation umzugehen, ist es, uns zu kontaktieren, bevor sie weiter eskaliert. Melden Sie sich unter dieser Nummer. Laila. Laila. Wo sind die Polizeiwagen deiner Straße? Ruf mich bitte an. Papa sagt, deine Straße ist gesperrt. Siehst du was? Sie reden kann man schon antworten. Mir sagt, dass sie gut bin. Ich mit Krankenvorsorge dein Haus in den Nachrichten. Scheiße, scheiße, ruf mich an. Sie sagen, dein Vater wurde erschossen oder hat jemanden erschossen. Das ist Schrott, richtig? Was auch immer passiert ist, man spricht mit mir, ruf mich an, irgendwas. Mir geht es nicht gut, Laila. Papa wurde erschossen. Ich bin mit Daniel aus der Stadt. Oh mein Gott, was? Schau, wo bist du? Kann ich nicht sagen.
Wahrscheinlich bin ich so froh, dass es dir gut geht. Tut es nicht. Papa ist tot. Er hat ihn erschossen. Was? Wer hat wen erschossen? Kann ich reden? Wir müssen weg. Nein, komm sofort her. Ich kann helfen. Du wirst in sie... Ja, Mann. Warum tust du denn das deinem Bruder an und dir? Und warum... Ich rufe dich an, wenn ich kann. Tut mir leid. Ruf mich jetzt an, wenn wir reden können. Ich muss deine Stimme und ich weiß, du hast nichts getan. Und Ellery, wer auch immer Ellery ist, hat uns auch geschrieben. Also ganz viele Leute sind extrem besorgt, was uns angeht. Und wollen uns auch teilweise zumindest helfen. Ich habe nicht ganz verstanden, warum wir fliehen. Also klar, ist gut möglich, dass die Cops nicht auf unserer Seite sind. It's too quiet. Das ist nicht gut. Machen wir doch mal das Feuer an. Ne? Und dass niemand so richtig auf unserer Seite ist und wir rechtlich auf jeden Fall ein Risiko eingehen. Aber erstmal bei Layla vielleicht unterkommen und dann mal schauen, wie man weitermacht, wäre doch vielleicht der sinnvollere Weg gewesen, oder? We make fire. Zumal wir ja nichts dafür können, dass unser Haus explodiert ist. Puste. You have a big mouth like me, so come on. Blow. Yes. Dude, don't blow it out. Sorry. I wanted to do it like a movie. Oh, nice. It's warming up. Bitte lass uns die Nacht ohne Jumpscares überstehen, da wäre ich sehr dankbar für. Puh, wir haben es geschafft. Große Erleichterung. Ich hatte echt Sorge, dass wir womöglich irgendwie... Wir haben die Chips noch, wir haben die nicht gegessen. Wir sind noch nicht 2 Tage rumgelaufen und haben die Chips nicht gegessen. Gut, dass ich die Limo und nicht das Bier genommen habe, sonst hätte Daniel nichts zu trinken gehabt. Seht ihr mal. Ich habe schon in guter Vorahnung weise Entscheidungen getroffen insgesamt. Okay, hätte ich mal doch die Snacks genommen, ne? Haha. I know. Aber ich wollte nett sein. I wish we had a cheeseburger and a milkshake like yesterday. Gestern der Shake war so gut. Ja, der Shake war gut. Positiv bleiben. That shake was so good. Can't believe we found a diner on the way out here. I want another one. I know. We'll get you one. Promise. Okay, haben wir die Nacht doch noch nicht überstanden? Ich glaube, wir sind noch am Abend. Ich dachte, dass es wieder morgen ist, weil es gerade so schwarz geworden ist. Das heißt, wir haben noch alle Risiken sind noch offen. Dass hier noch irgendwas schief geht, ne? Man, this is the coolest secret base ever. Nobody's gonna find us. Rucksack, Portemonnaie. Look, a full moon. Ja. Ooh. Oh je. It's not quite full yet, Wolf Boy. Do you think there are werewolves for real? Wir sind die Wölfe, dude. Ja. We are the wolves. Au! Das kann ganz cool sein. Au, au! Au, au, au! Au! Au, 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 au! Au, au, au! Ich hoffe, das hält den Bären ab. Ich möchte gerne auf Daniel klicken, aber es ist immer ein bisschen schwierig. Hier, ja, nach ihm sehen. Ja, ich sehe ihn schon, ne? You okay, buddy? Yeah. Feels good to sit down. Sean, are you mad at me for what happened with Brett? No. I don't remember everything. Ja, besser ist das. Nichts ist passiert, es ist nicht deine Schuld. Nichts ist passiert. Nothing happened. He was being a dick, that's all. Why can't I remember? That's weird. Don't worry, dude. You were running around all day. You're tired out. It happens.
Wonder if I'll ever go back to school after this. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes drin? Das wollte ich die ganze Zeit schon sagen. Wir haben noch $30. Das ist gut. Ein Foto von unserem Dad. Wir haben Wasser, noch eine Flasche. Ja gut, die weiß ich nicht, ob ich die jetzt... Meine Partypläne, kommen wir für mich für ein... Entschuldigung, Leon, das muss ich auch noch... Kommen wir einmal nochmal zurück. Meine Partypläne kommen mir wie ein vergangenes Leben vor. Ja, das stimmt wohl. Schlüssel. Was ist das hier? Restaurantquittung. Passt so gar nicht ins Budget, doch wir sind stundenlang gelaufen und Daniel braucht das. Genau wie ich. Ja, das ist okay, ne? Das muss man fairerweise sagen, dass das schon verdient ist. Wer ist denn das hier? Was ist das für eine Nummer? Ich glaube nicht, dass du mir helfen kannst, Jen. Oh. Du hast sogar ihre Handynummer, so hat sie die dir zugesteckt. Und du hast Zweifel daran, ob sie was von dir will, Mann? Natürlich will sie was von dir. Tja, okay. Es hat uns niemand mehr geschrieben. Karte, wir haben hier eine Map. In die Wälder. Okay. Dokumente öffnen, beenden. Alles klar. Die Portemonnaie. Was ist da noch Wichtiges drin? We're almost broke. Ja, $30. What do we eat tomorrow? I'm so tired. Still no reception. Ich kann nicht antworten. Moment. Ja, das haben wir alles schon durchgelesen. Ich kann leider aber nicht antworten. I'm bored. Sean? Can I play Mustard Party on your phone? Please. Naja, ich habe quasi keinen Empfang, keinen Strom mehr. Entschuldigung, Leon, nochmal. Es tut mir wirklich leid, ich bin saumüde, weil ich echt Livestream hatte und jetzt mitten in der Nacht immer noch aufnehme. Sorry. Also ich sag nur den Satz nochmal, als hätte er gerade es gefragt. Naja, also ich habe gesehen, dass mein, ich hab kaum noch Akku. Das ist ein Problem. Und wenn er jetzt noch spielt, dann habe ich gar kein Akku mehr. Und wenn wir dann Hilfe rufen müssen, dann habe ich ein Problem. Aber ich möchte ihn happy machen. Ja, komm. No reception. So go for it. Yeah. Thanks. Ich hoffe, das werde ich nicht bereuen. I'm so gonna beat your score. Yeah. Aw, come on. Almost? Almost? What? No! I was so gonna beat your score. You wish. Ah, cool, ja. Phone. Dan's a zombie. We gotta get to sleep. Leg dich schlafen. Ja, schlafen ist gut. Dann können keine Monster mehr kommen. Ich möchte gerne einfach aus diesem Wald wieder raus. I've been ready all day. Ja, das glaube ich dir. My feet hurt. I think we earned some serious rest. I could sleep forever. Not on this ground. Better than freezing out there, right? Way better. Now we have a real fire. And a secure base. You did awesome today, Daniel. Really? Hell yeah. Without you, there's no fellowship. That's cool. Sleep tight, bro. Und das ist genug für die zweite Folge, die wir hier spielen. Ich habe viele Fragen offen. Warum sind wir abgehauen? Warum haben wir nicht mit jemandem wie Layla gesprochen, die ja selbst auch einen Migrationshintergrund irgendwo hat, zumindest in ihrer Familiengeschichte. Nicht unbedingt sie selbst, aber irgendjemand in ihrer Familiengeschichte muss ja mal migriert sein, vermutlich. Denn auch sie hat sich ja sehr darüber ausgelassen, dass das mit Trump auch für sie anscheinend ein großes Problem werden könnte. Also warum habe ich mich nicht wenigstens meiner allerbesten Freundin anvertraut und mal geschaut, dass ich da erstmal unterkomme und wir uns da vielleicht mal 2-3 Tage irgendwo verstecken, um mal zu überlegen, wie wir jetzt weitermachen. Die hätten mir sicherlich auch ein bisschen Geld geliehen oder so, um mich fortzuschicken, wenn das denn zwingend notwendig gewesen wäre.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, es gefällt euch gut, was wir hier machen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir bisher keine Monster im Wald begegnet sind. Das war nämlich jetzt meine größte Angst, um ehrlich zu sein. Aber ich musste nicht schreien, ich musste mich nicht so doll erschrecken. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und dann machen wir bald weiter. Übermorgen sehen wir uns wieder zur nächsten Folge Life is Strange 2, Episode 1. Macht's gut. Vielen Dank für eure Unterstützung, eure Kommentare. Gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten könnt ihr gerne die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis bald. Ciao, ciao.